Willkommen beim World Military History Kanal. Heute werden wir die militärische Bedeutung der Region Kursk untersuchen, einem Ort, der in einigen Momenten der Militärgeschichte eine entscheidende Rolle spielte. Kursk liegt im Westen Russlands. Es gilt als Oblast bzw. Verwaltungsregion, die aufgrund ihrer geografischen Merkmale, ihres Mineralreichtums und ihrer zentralen Lage zwischen Moskau und der ukrainischen Grenze von strategischer Bedeutung ist. Es liegt im zentralen Teil der osteuropäischen Tiefebene und weist eine abwechslungsreiche Geografie mit Ebenen und Hügeln auf. Auf seinem Territorium liegen die Einzugsgebiete der Flüsse Dnieper und Don. Kursk ist eine Region, die reich an Bodenschätzen ist, insbesondere an Eisenerz. Die Region liegt im Zentrum der magnetischen Kursk-Anomalie, die als eines der größten Eisenerzreserven der Welt gilt. Eisenmetalle, Lebensmittelindustrie, chemische und petrochemische Industrie, Maschinenbau und Metallverarbeitung sind in der Region gut entwickelt, in der sich eines der größten Eisenmetallwerke Russlands befindet. Die Region beherbergt auch wichtige Energieinfrastrukturen, darunter Gaspipelines, die Russland mit Europa verbinden. Die Stadt Sudscha beispielsweise ist ein entscheidender Punkt für die Verteilung von Erdgas, was sie für die Energiesicherheit der Region und Europas von entscheidender Bedeutung macht. Geografisch liegt Kursk an der russischen Grenze zur Ukraine und ist damit ein strategischer Punkt zwischen Moskau und Europa. Diese Nähe und die jüngsten militärischen Einfälle in die Region unterstreichen ihre anhaltende Bedeutung für die Geopolitik und die regionale Sicherheit. Seine geografischen Merkmale, wie seine zentrale Lage an der nordöstlichen ukrainischen Grenze, überwiegend flaches Gelände und Bodenschätze, waren schon immer attraktiv für militärische Operationen. Das flache Gelände sowie Straßen und Eisenbahnen erleichtern die Logistik und den schnellen Vormarsch der Truppen. Die zentrale Lage an der nordöstlichen ukrainischen Grenze ermöglicht einen praktisch geradlinigen Vorstoß bis nach Moskau, eine Entfernung von rund 550 Kilometern. Dieser Weg nutzt eher das flache, günstige Gelände als die natürlichen Herausforderungen nördlich und südlich von Kursk. Wenn Bodenschätze erobert werden, verhindern sie ihre Nutzung für die Kriegsanstrengungen des Feindes. Andererseits garantiert der Besitz von Kursk die Nutzung großer Eisenerzreserven, einem wesentlichen Rohstoff in der Stahlproduktionskette. Dies wirkt sich direkt auf die Produktionskapazität von Panzern, Kanonen und anderen militärischen Gütern aus. Diese geografischen Besonderheiten trugen dazu bei, dass Kursk im Jahr 1943 Schauplatz einer der entscheidendsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs war. Dieser Zusammenstoß zwischen Nazitruppen und der Roten Armee stellte den Wendepunkt auf dem europäischen Kriegsschauplatz während des Zweiten Weltkriegs dar. Es wurde als einer der größten Panzerzusammenstöße der Geschichte bekannt, die Schlacht von Kursk. Diese Schlacht markierte den Beginn der sowjetischen Offensive, die zur Niederlage Nazi-Deutschlands führen sollte. Während des Kalten Krieges behielt Kursk seine strategische Bedeutung. In der Region befanden sich Militärstützpunkte und Radaranlagen, was sie zu einem entscheidenden Verteidigungspunkt gegen mögliche westliche Angriffe machte. Derzeit steht die Region Kursk weiterhin im Mittelpunkt der militärischen Aufmerksamkeit. Seine Nähe zur Ukraine und die jüngsten Konflikte in der Region unterstreichen seine anhaltende Bedeutung für Geopolitik und Strategie. Kursk ist mit seiner reichen Geschichte an Konflikten und Schlachten nach wie vor ein Ort von großer militärischer Bedeutung. Seine strategische Lage und Rolle im historischen Geschehen machen es zu einem ständigen Anziehungspunkt für Wissenschaftler und Strategen. Danke fürs Zuschauen. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren, um weitere Videos zur Weltmilitärgeschichte zu erhalten. Vergessen Sie nicht, Ihre Kommentare zu hinterlassen. Wir freuen uns darauf, Sie in unserem nächsten Video zu sehen. Auf Wiedersehen!